Herzlich willkommen zu dieser Coffee Cup Einheit zum Thema Bildersuchen im Internet. Heute nehmen wir Folgendes durch. Es wird überblicksmäßig auf die Online-Bildersuche eingegangen, sowie im Speziellen auf die Bildersuche mit Google, wie auch bilderpool.at. Abschließend lernen wir noch die umgekehrte Bildersuche von Google kennen. Im Internet gibt es einige Plattformen und Portale, die Medien zur freien Nutzung zur Verfügung stellen. Das größte Fotoportal im Web ist derzeit Flickr. Es ermöglicht eingeloggten sowie anonymen Benutzern, Bilder in unterschiedlichen Formaten und Lizenzen zu finden. Eine weitere Bilder- und Grafikenplattform ist Pixabay. Alle Bilder dort unterliegen einer sogenannten Public Domain. So dürfen alle Bilder, die dort zu finden sind, frei verwendet, verändert und verbreitet werden. Schauen wir uns nun die Bildersuche mit Google einmal genauer an. Google hat inzwischen über 10 Milliarden Bilder in seinem Bilderindex aufgenommen und so lassen sich in der Google-Bildersuche in Sekundenschnelle sehr viele relevante Bilder zu fast jedem Suchbegriff aufrufen. Wir wollen nun online nach einem freien Bild der Mona Lisa für den Unterrichtsgebrauch suchen und geben daher den Begriff Mona Lisa in die Suchleiste ein. Nun können weitere Filtereinstellungen getätigt werden. Es kann zum einen die Bildgröße oder aber das Format des Bildes definiert werden und man kann sogleich nach Bildern suchen, welche zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet und somit frei sind. Wenn man dieses Bild nun verwendet, sollte folgende Quellenangabe mit angeführt werden. Quelle Wikimedia Commons, Lizenz CC0, Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Wenden wir uns nun der Bildersammlung auf bilderpool.at zu. Sie suchen Bilder für Ihren Unterricht, sind sich aber nicht sicher, welche Bilder Sie rechtlich verwenden dürfen? Das Video des Coffee Cup Modul 1 gibt in der Einheit Freie Bilder für meinen Unterricht finden darüber detailliert Auskunft. Ergänzend dazu möchte ich Ihnen eine weitere Plattform vorstellen, die Seite bilderpool.at. Dabei handelt es sich um eine frei zugängliche Bildersammlung für Lehrende von Lehrenden. Die Fotos und Grafiken unterliegen der Creative Commons Lizenz und sind daher im nicht kommerziellen Bildungsbereich bedenkenlos einsetzbar. Auch ohne ein vorheriges Login sind über eine Suchmaske Bilder nach verschiedenen Kriterien abruf- und downloadbar. Schauen wir uns das gleich einmal anhand eines Beispiels an. Wir suchen für den Biologieunterricht nach Bildern von Blättern zur freien Nutzung und geben in der Suchleiste linker Hand daher den Begriff Blätter ein. Da wir nur Fotos und keine Grafiken wollen, stellen wir den Filter Nur Fotos im Dropdown-Menü rechter Hand ein. Um die Anzahl der Bilder von über 270 zu begrenzen, begeben wir uns zur erweiterten Bildersuche links unter der Suchleiste. Hier können nun weitere Filter zur Suche, wie etwa Kategorie oder Mindestauflösung, gesetzt werden. Schlagartig reduzieren sich die Treffer auf lediglich 16 Fotos. Wenden wir uns abschließend der umgekehrten Bildersuche zu. Mit dem Google Bilder Upload kann unter images.google.com online nach der Herkunft eines bestimmten Bildes gesucht werden. Nehmen wir nun das Bild eines historischen Gebäudes als Suchbeispiel heran und stellen uns folgendes mögliche Szenario für den Unterrichtsbereich vor. Sie wollen mit Ihren Schülern schnell online herausfinden, um welches Gebäude es sich dabei handelt. Der Bilder-Upload ermöglicht Ihnen das. Denn hier werden Bilder nicht nur auf ihre Präsenz im Internet durchsucht, sondern Google gibt auch eine Vermutung ab, was auf diesem Bild abgebildet ist. So gehen Sie beim Bilder-Upload vor. Auf das Kamerasymbol neben der Suchleiste klicken, den Reiter Bild hochladen auswählen und das Bild, welches Sie online finden wollen, aus Ihrem privaten Ordner auswählen. Im Upload schlägt Google Ihnen innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse vor, wo dieses Bild zu finden ist,
analysiert das Bild und gibt darüber hinaus Auskunft, was darauf abgebildet ist. Neben Google bietet auch die Seite TinEye diesen Service an. So, nun kennen Sie die Möglichkeiten der Online-Bildersuche, im Speziellen die Suche mit Google oder die Suche auf bilderpool.at und haben die umgekehrte Bildersuche auf Google kennengelernt. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Einheiten.